Also wir im ländlichen Raum, wir brauchen die öffentliche Mobilität, dazu gehört Bus, dazu gehört aber vor allem auch die Bahn. Und eine der großen Herausforderungen ist jetzt, die Kosten klar abzugrenzen. Was ist Aufgabe der Gemeinden und was ist Aufgabe der Eisenbahn? Und dazu zeigen wir heute einige Beispiele. Neulenkbach im Wienerwald. Hier entstand vor einigen Jahren eine Park-and-Ride-Anlage, die das Gemeindebudget bis heute nachhaltig belastet. Wir sind da bei der Park-and-Ride-Anlage in Neulenkbach. Die wurde in den Jahren 1999 bis 2004 errichtet. Das war ein gemeinsames Projekt mit der ÖBB, mit dem Land Niederösterreich und mit der Stadtgemeinde Neulenkbach. Es wurde damals so, dass 50% die ÖBB gezahlt hat bei den Investitionen, 35% das Land Niederösterreich und 15% die Gemeinde. Für uns, muss ich sagen, war das ein Meilenstein für diese Region. Aber das, was uns besonders hart trifft als Gemeinden, ist, dass die Errichtungskosten einerseits wirklich einen fairen Schlüssel ergeben haben, aber dass die ganzen Erhaltungskosten, die jährlichen, dass die zu 100% bei den Gemeinden bleiben. Also unser Kuchen, was wir da leisten pro Jahr, das sind 45.000 Euro, was die ganze Wartung und Instandhaltung dieser Park-and-Ride-Anlage betrifft. Bei uns befindet sich in Neulenkbach genau gegenüber dieser Park-and-Ride-Anlage unser neuer Bahnhof. Wir sind sehr froh, dass die ÖBB dort die Investitionen auch getätigt hat und einen wunderschönen Bahnhof errichtet hat. Das Problem bei der Errichtung war aber schon, dass die ÖBB natürlich versucht, wo leistet auch die Gemeinde ihren Beitrag. Also für uns war es ganz, ganz schwierig zu hören bei den Planungen, dass bei unserem Bahnhof, der was sehr stark frequentiert ist, kein öffentliches WC mehr stattfinden kann. Also das öffentliche WC hätten sie uns in der Planung einfach rausgestrichen und wir haben sie als Gemeindevertretung stark dafür eingesetzt, dass es bleibt. Kostet uns aber wieder bei den jährlichen Kosten 1.500 Euro pro Jahr. Gleiches gilt es für die Liftanlagen. Die ÖBB hätte nicht zwei Liftanlagen benötigt. Wir haben gesagt, wir wollen barrierefreien Bahnhof haben, wollen zwei Liftanlagen, bleiben ebenfalls die Wartungskosten von 4.500 Euro für die Gemeinde. Das heißt, wir haben 6.000 Euro nur an Wartungskosten bei dem Bahnhof beim Neuen. Aber auch bei den Bahnübergängen im Ort drohen enorme Kosten. Die Bundesbahnen fordern Geld von der Gemeinde oder sie drohen, die bestehenden Schrankenanlagen einfach abzureißen. Die Eisenbahnkreuzungsverordnung besagt ja, dass die ÖBB andere Schrankenanlagen zu evaluieren hat und sind auf uns Gemeinden herangetreten, wo sie alle Schrankenanlagen jetzt überprüfen, ob ein zumutbarer Umweg sozusagen möglich wäre. Wir stehen da in Ollersbach, das ist eine Katastralgemeinde von Neulenkbach und hier ist eine Schrankenanlage, die was ganz wesentlich ist, einerseits für die Landwirtschaft, die was da gleich hinter uns ist, die was da wirklich andere Äcker und Felder bewirtschaften, andererseits befindet sich gleich daneben ein großes Siedlungsgebiet, die was eigentlich die Naherholung hier hinterbei an den Radwegen, an den Verkehrswegen suchen und diese Schrankenanlage, muss ich sagen, da ist der Vorschlag der ÖBB, dass dieser gesperrt wird. Seit 2020 hat es da Gespräche gegeben, der sollte da eigentlich schon lange gesperrt sein. Und die Kosten, die was da die ÖBB an die Gemeinden vorschlägt, sage ich mal, die liegen pro Anlage bei 900.000 Euro. Also muss man sagen, das ist für keine Gemeinde finanzierbar oder leistbar, dass man jetzt da die Gemeinden dazu zwingt, diese Schrankenanlagen mit diesen hohen Kosten zu erhalten. In Neulenkbach betrifft es eigentlich insgesamt drei solcher Übergänge. Und der dritte ist eben hier in Ollersbach, der was definitiv für die größte Aufregung auch gesorgt hat, absolut verständlich auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger da von Ollersbach. Die haben sich Gott sei Dank zusammengetan, sind Unterschriften zusammengegangen, die haben 525 Unterschriften gesammelt, haben das mit mir gemeinsam an die Vertretern der ÖBB auch übergeben. Leider Gottes hat man seit dem letzten Gespräch nichts mehr von der ÖBB gehört. Standortwechsel. Hier in Hadersdorf am Kamp entstand ein neuer Verkehrsknotenbahnhof für die gesamte Region. Und auch hier soll vor allem eine zahlen, die Gemeinde. Und das, obwohl die Pendler aus der gesamten Region stammen. Wunderschöner Bahnhof, sehr gutes Projekt, behindertengerecht, modern. Aber nur ein Nachteil für die Standortgemeinde, wir dürfen mitzahlen, und zwar nur wir. Ja. Und das Problem, was ich habe, wir zahlen für die Aufzüge mit, für die Park- und Reitflächen, für die Fahrradstellplätze. Das ist für eine kleine Gemeinde wirklich eine heftige Belastung, ja. Die meisten eh schon immer ausgeglichen bilanzieren können. Und in weiterer Folge trifft uns am Park und Reit natürlich der Winterdienst, die Erhaltung, die Grünpflege, die Beleuchtung und das sagt alles die Gemeinde Hadersdorf-Kammern. Und das finde ich unfair. Wir haben 2000 Hauptwohnsitze und ich habe im Jahr 2025 fast 600.000 Euro zu überweisen für diesen Umbau. Machen die Notbefreiung mit der Feuerwehr aus dem Aufzug, wenn das erforderlich ist.
Und was bei den Kosten nicht dabei ist, der Winterdienst und die Pflege von Park und Ride. Das heißt, wir müssen um 2 Uhr in der Früh schon fahren mit dem Winterdienst am Park und Ride, weil sobald die ersten Autos stehen für die Pendler, ist mit Schnepflerfahren oder mit Salz vorbei. Das heißt, wir sind auch für das zuständig, dass die hunderte Menschen, die da in der Früh einsteigen, schon einen geräumten Zutrittsbereich zum Bahnhof haben. Ein weiteres Ärgernis trübt die Freude an der neuen Park-and-Ride-Anlage. Die Gemeinde hat hier zwar viele Pflichten, aber keine Rechte. Wir befinden uns hier auf Gemeindegrund, das Park-and-Ride, eines der Park-and-Ride-Decks in Hadersdorf am Kamp. Wir wollten hier Photovoltaik errichten mit der Energiegemeinschaft. Wir haben gegenüber gleich eine Trafostation für die Einspeismöglichkeit. Seitens der ÖBB gibt es dazu keine Zustimmung. Es wurde uns nur mitgeteilt, dass eventuell in ein paar Jahren die ÖBB selbst Photovoltaikanlagen errichten. Und ja, warten wir mal so auf die Art. Obwohl es mein Grund ist, obwohl wir gerne was schon beitragen würden zur Energiewende und bevor man wieder Ackerflächen versiegelt, da würde es sich super anbieten. Wir haben überdachte Stellplätze nachher, auch gleich mit Lademöglichkeiten. Also was gibt es Besseres? Es ist ja schon versiegelt. Warum muss man nicht noch irgendwo was versiegeln? Nur wenige Bahnkilometer weiter in Schönberg am Kamp. Hier verlangen die Bundesbahnen von der Gemeinde nicht wie in Neulenkbach Bahnschranken abzureißen. Hier sollen gleich 7 neue Schrankenanlagen errichtet werden. Das ist einer von den 7 Bahnübergängen, die beschrankt werden müssen. Einer derer, die halt im Jahr ein paar Mal befahren werden, und hier mit sollen 500.000 Euro seitens der Gemeinde investiert werden, um hier eigentlich 100 Meter entfernt vom Bahnhof eine zusätzliche Schrankenanlage zu errichten, plus zusätzlich ca. 10.000 bis 12.000 Euro jährlich an Wartungskosten, die der Gemeinde zusätzlich entstehen. Für mich ist das hier eigentlich ein Güterweg, der von ein paar Spaziergängern genutzt wird und ein paar Mal die Woche vielleicht auch von Traktoren, die zu ihren Äckern fahren. Das ist die Spitze des Eisberges eigentlich. Für die Geschwindigkeit oder für die Verkürzung der Fahrzeiten auf der Strecke hat meines Erachtens nach dieser Schranken überhaupt keine Auswirkungen. Und ja, man sollte halt vielleicht doch irgendwo auch die Kosten-Nutzen-Faktor berücksichtigen. Und ich glaube, wir als Gemeinden, nachdem wir öffentliche Gelder verwalten, sollten hier sparsam und auch zielgerichtet investieren. Zielgerichtet investieren, das ist gar nicht so einfach, wie ein weiteres Beispiel aus Schönberg irgendwo in der Pampa zeigt. Da stehen wir jetzt bei diesem Bahnübergang, der wirklich für rein landwirtschaftliche Zwecke benutzt wird. Hier sieht man eindeutig, das ist hier nur die Zufahrt zu dem einen Acker eigentlich, sind zwar mehrere Grundstücke, aber halt von nur einem Landwirt bewirtschaftet. Und da reden wir halt von 5 bis 7 Mal im Jahr, wo hier dieser Bahnübergang auch übertreten wird. Das Problem ist, wie gesagt, wir haben 7 Bahnübergänge, die uns an und für sich vorgeschrieben werden, die zu beschranken. 500.000 Euro pro Bahnübergang macht in Summe 3,5 Millionen, die hier möglicherweise auf die Gemeinde zukommen. 3,5 Millionen, die wir auch wirklich ganz gut woanders verwenden könnten, in der Kinderbetreuung, in der Nachmittagsbetreuung oder im Kindergarten, für den Garten, für Spielgeräte, für unseren Schulgarten, wo wir auch Spielgeräte brauchen, für die Schulküche. Oder eben auch für unser Freizeitzentrum in Schönberg, wo wir auch krampfhaft versuchen, eine finanzielle Lösung zu finden. Finanzielle Lösungen zu finden, das wäre jetzt höchste Eisenbahn. Wenn nicht, dann ist der Zug für Niederösterreichs Gemeinden bald abgefahren. Ja, und der nächste Schritt, der wird jetzt sein, dass wir finanziell Lösungen finden. Gemeinsam mit der ÖBB, mit der Bahn, im Interesse aller. Letztlich im Interesse der Bürger im ländlichen Raum.